Mittwoch wird der Leichnam der Regentin in der Westminster Hall hinter mir aufgebahrt. Dort bekommt die Öffentlichkeit die Möglichkeit, sich von seiner Regentin verabschieden zu dürfen. Man rechnet mit bis zu 1 Million Menschen. Ähnlich wie am Buckingham Palace warnt die Polizei auch hier eindringlich vor erheblichen Einschränkungen im öffentlichen Nahverkehr und drohendem Chaos. Außerdem müsse man mit bis zu 30 Stunden Wartezeit rechnen, um ein letztes Mal einen Blick auf die Königin werfen zu dürfen.